Arbeit mit Tisch. So, moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf dem Neptune Master Channel. Ja, wie ihr da an den Händen schon sehen könnt, ich bin nicht allein unterwegs. Moin. Mein lieber Teamkollege, der Markus, ist mit dabei. Und erstmal ist das natürlich für die Qualität des Videos viel, viel besser. Aber wir wollen auch heute einen kleinen Battle machen. Genau. Haben wir uns gerade spontan überlegt. Wir sind nämlich ohne Plan zu Wasser gefahren. Schönen Tag wollen wir einfach zusammen genießen. Und haben jetzt gesagt, jetzt machen wir aber ein bisschen Show hier und machen eine kleine Battle. Natürlich, ich gewinne, das ist klar. Ja, ja, da finde ich einen guten Plan. Ne? Das denkst du, ja. wir spielen Naturköder, nein, Quatsch, machen wir gar nicht. Dropshot gegen Jiggen. Und da du halt der Experte bist beim Jiggen, du bist viel unterwegs vom Ufer aus auf dem Boden. Unerfahren auf dem Boot, oder? Ja. Ja. Knallt er die Jigs rein und ich bin mit der Dropshot-Variante unterwegs. Hier muss ich gleich noch mal ein bisschen rumfummeln. Ja, ich habe auch eine neue Route mit, die werde ich euch auch gleich mal vorstellen. Ich habe es aber selber noch nicht einweihen können und ja, mal gucken, wie die performt. Ja, wir legen die Kamera jetzt auf Seite und dann gehen wir erstmal Vollgas. Wa? Machen wir. Alles klar, viel Spaß und denkt dran, schön die Glocke aktivieren und unseren Kanal abonnieren. Das hilft natürlich uns, um euch vernünftigen Content zu liefern. Also viel Spaß heute mit diesem Clip. So, natürlich machen wir das auch mit aus einem bestimmten Grund, warum wir jetzt diese unterschiedlichen Methoden angeln. Wie ihr jetzt schon seht, der Kollege ist recht zügig unterwegs, ist auch nicht am Faulenzen, schön hart, schnell am Jiggen. Und ich bin echt langsam unterwegs. Ich lasse meinen Köder so lang wie möglich auf einer Stelle stehen. Ich bewege erst meinen Köder, wenn ich merke, dass die Schnur so langsam in sich zusammenfällt. Und dann ziehe ich ihn einfach ohne große Bewegung über die Rolle wieder weiter ein. Somit haben wir dann halt einen Ultrakontrast. Einmal ne, das schnelle Jiggen und dieses langsame Angeln und dann erfahren wir dann halt, was die Fische wollen. Im besten Fall wollen sie genau Dropshot angeln. Ja, da hätte ich nämlich natürlich am meisten Bock drauf. Aber so gerade wenn ihr unterwegs seid mit den Kumpels und der eine gönnt den anderen halt auch seine Fische, kann man halt gerne so dann halt schnell herausfinden, was die Fische wirklich wollen. Wird es natürlich dann so enden halt, dass Dropshot oder Jiggen, ja, sagen wir mal, dass du auch mal einen Fisch fangen darfst. Wenn das Jiggen dann halt heute nur liefert und ich auf Dropshot nicht einen Fisch kriege oder nur Fehlbiss kassiere, ja? War schon was, dann werden wir natürlich auch so drauf oben schwenken, dass derjenige, der halt die Methode angelt, die nicht so gut fängt, natürlich auch die gute Methode dann mitfischt. Wir wollen ja zusammen einen schönen Tag genießen, aber so kann man halt sehr schnell einen Spot abangeln und sehen, was die Fische wollen. Und sehr wahrscheinlich wird es dann so sein, wenn die Fische dann auf eine Methode reagieren. Hier an dem Spot werden sie auf der ganzen anderen Fluss-Spots werden sie dann genauso reagieren. Jo, und deswegen machen wir den ganzen Spaß. So, die Maas zeigt sich nicht von seiner besten Seite. Wir haben bis jetzt noch gar keinen Kontakt gehabt. Und deswegen fahren wir jetzt weiter. Zwei Spots haben wir abgeangelt. Die liegen aber hier direkt nebeneinander. Und ja, jetzt geht es mal weiter. In einer ganz anderen Region, also hier war er so strömungsbereich, hast gemerkt, ne? Strömungsarm. Genau. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen in die Strömung, wobei wir haben viel Strömung haben wir nicht. Ne? Also, nö, es war sehr ruhig. Ne? Du Fisch, was hast du? 10 Gramm? 12 Gramm oder was? 12 Gramm. 12 Gramm, also solltest du da jetzt in der Strömung sogar auch noch klarkommen. Gut, also weiter geht's. Wobei du musst ja gucken, bei so einer Talk Fiction oder so, da Fisch drum fight mit Fisch. Hinter dir, die ist an. Oh, Maschine. Maschine, Junge. Maschine. Ah, der Knoten geplatzt. Der Knoten ist geplatzt, der Gummifisch schwört. Das war eben noch anzupassen.
So, der Knoten ist geplatzt, eine richtige Maschine ist am Haken. Ja, Gummifisch hat man wieder gezeigt, der erste Fisch ist da. Ey, ich angle ja nicht mit Stück Holz, ich angle ja auch mit Gummifisch. Ja, aber du meinst beim Jiggen. Das normale Jiggen. Ah, die gute Farbe. Hier der Gummifisch, Lumberjunks, oh. River Fighters, Farbe. Maschinenfisch. So, hier, wir versuchen, kleiner Zander. Genau, wir versuchen den gleich aufzublasen und dann. Lassen wir mal wieder schwimmen. Genau. Ja, Petri. Petri, danke. Ging ja recht schnell nach 2 Stunden den ersten Kontakt. Nee, zweiter Kontakt. Zweiter. Und der erste natürlich bei mir. Ja, es ist echt sehr schwierig. Und, ja, sehr zäh. Heute. Und beide Bisse waren ganz, ganz kurz. Hast du ja auch gerade gesagt. Ganz kurze Bisse. Ganz leichtes Vibrieren nur. Ja. Also noch nicht mal ein richtiges Tock. Ja. Also. Also an für sich würde ich dann sogar sagen, dass der Dropshot besser laufen muss, weil wir da langsamer mit angeln, aber ja, 1-0, ja. Dann jiggen. Ja. Blinde Huhn findet immer mal ein Korn. Ja, richtig. So, jetzt fange ich den zweiten und dann... Ja, genau. Ist jetzt unterschrieben? Ich kann dir ja nicht sagen, aber ich denke, dass der überall... Fisch beim Jiggen im Tieferen. Pro stark. Kopfwart. Ah, fast doppelt so groß. Ich keschere dir doch alles. Ups, da fällt die Kamera um. Ich keschere dir alles. Danke dir. Ich war nicht sicher. Jetzt kannst du den auch lösen. Ja, machen wir das mal. Ich dachte, da kommt eher ein Blatt hoch. Aber schöner Tock. Schöner Tock, ja, der hat auch schön weggehämmert. Was hast du für einen Köder drauf? Vom Westchen in Bullsties. Oh, endlich habe ich heute mal auch einen Fisch in der Hand. Ich habe einen Fisch in der Hand, guck dir da an hier. Ne? Bulltees, Westin, sagt er. Gold Rush. 9 cm. Oh, geiles Teil. Ja, Petri, aber Petri. Ihr seht selber, ja, unerfahrene Jigger, die fangen dann halt so Fische. Petri. Danke dir. Oh Mann, schwierig. Aber das war jetzt der erste Wurf, wo wir jetzt tiefer gegangen sind. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Also, hoffen wir mal, dass noch ein paar kommen, ne? Jo. Ja. Oder was ist hier? Ja. Fisch. Das gibt es doch nicht jetzt hier, das scheiß Angeltag heute. Ich fahr zu Hause. Na, wieder so was, ne? Ja, aber ich denke mal, ist wieder ein kleiner. Aber nicht schlimm, es steht jetzt gleich, wenn er draußen ist, 3-0. Er ist ja noch nicht raus. Wenn er draußen Außerdem ist. Sind die alle untermaßig. Da ist er. Mein Gott, der ist sogar größer als er. Der hat bestimmt einen halben Zentimeter als er größer. Guck mal her, kleiner Tiger. Super. Ja, wieder auf den Bulltees, ne? Ja. Ja, Petri. Petri, danke. So, jetzt wirfst du bitte nur noch andere Seite raus. 3-0 zum Jiggen. Schön. Naja, irgendwie läuft das ja was jetzt gerade. Oder ein kleiner Zander. Der kam jetzt direkt beim ersten Wurf mit dem Koffein-Chat. Ah, ganz locker der 50er Barsch, aber ein ganz lockerer 50. Yeah! Petri. Danke! Egal. So, ein bisschen verzwickt gerade mit der Kameraführung. Aber der erste Barsch ist im Kescher, gleich beim ersten Wurf mit dem Koffein-Chat, Dropshot. Und wir wissen alle, der Barsch ist natürlich Königsklasse. Kleinen Zander fängt jeder. Drei kleine auch. Ne? Wertet der eine Barsch, wertet die 3 Zander direkt. Gleich, finde ich. Also Gleichstand wieder. Ja, gegen die Sonne natürlich gefilmt, zeigen wir euch gleich nochmal. Ein schöner Barsch, hat den Koffein-Chat auch noch drin. Der geht jetzt nochmal eben zurück im Kescher, da kann er sich nochmal eben holen und dann zeige ich euch ihn dann nochmal. Ja, ich bin Dropshot natürlich unterwegs die ganze Zeit. Erster Wurf wirklich mit dem dunklen Koffein-Chat. Ich habe gerade schon mal diesen hellen geangelt und jetzt dieser Kollege Wisser, die Jungs, die mir
mir folgen auf YouTube oder egal wo. Ihr wisst, mit dem Köder bin ich schon oft erfolgreich gewesen. Es ist natürlich jetzt kein Ausnahmefisch. Ich kann auch sofort wieder schwimmen. Aber für mich der erste Fisch heute. Und jetzt brauche ich noch zwei und dann ist auf jeden Fall Dropshot schon mal besser. Gut, weiter geht's. Ja, der vierte Zander heute. Drei Stück davon auf den Vessin Boltis. 9,5 cm. Mit einem orange-roten Bäuchlein, oben ein bisschen abgetönt. Super Köder, fische ich auch sehr, sehr gerne vom Ufer. In den letzten 5-6 Wochen einige schöne Zander auch drauf gefangen. Entwickelt sich immer mehr zu meinem Lieblingsköder auch. Und ja, läuft. Fängt. So, jetzt haben wir schon mal einen leichten Eindruck, was die Fische wollen. Und ich werde jetzt auch noch mal auf einen Köder setzen, der auch einen roten Bauch hat. Was ein bisschen gemein ist, den Kollege wollte mir jetzt einen Gefallen tun und mir auch diese Farbe geben. Aber der gibt mir gar nicht den Bultis, ne? Gibt er mir einfach ein anderes Förmchen. Ne? Also er gönnt mir auch nichts. Aber ich versuche es noch mal, ne, mit dem Slick Shad. Und dann, der hat auch so einen orangen Bauch, der ist der Perch UV. Ne? Der muss es jetzt riechen. Und eine Nummer größer versuche ich es mal. Und wenn dann nicht so ist und du gleich dann 10, 1 vorne liegst, dann werde ich dann auch... Dann gehe ich schicken. Boah, da kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Die 4 hatte das Problem, weil es muss hier der Hof gebrochen. Okay. Ja, ich habe sie gar nicht gekauft halt. Ne? Oh nein, was macht der? Was macht dieser Mann da? GoPro starten. Was war los? Ja, aber ein Biss kannst du nicht braten. Ein Biss kannst du nicht braten. Ja. Ja. Wie fühlt sich sowas an? Richtig kacke. 1000 Würfel ein paar kacke Ideen. Ja, das kann mir nicht passieren. Ich krieg gar keinen Biss. So, jetzt nach einer ganz guten Zeit, wo wir jetzt auch gar keine Bisse mehr bekommen haben, auch der Jig-Angler, habe ich mich trotzdem jetzt oder entschließe mich jetzt dazu, dass ich jetzt das Angeln mit dem Dropshot sein lasse. Wir werden nämlich nicht mehr viele Chancen heute kriegen. Ich habe zwar gerade noch zwei Bisse verkackt, aber sie beißen so kurz, sie schaffen es nicht, meinen ganz normalen Einzelhaken mit zu inhalieren. Ich könnte natürlich jetzt auf einen Offset-Haken umsteigen oder mit Stinger arbeiten, das möchte ich aber nicht. Offset-Haken bringt mir auch nichts, weil sie es einfach dann nicht schaffen, auch den Haken aus dem Gummifisch rauszudrücken. Diese Montage kennt ihr, mein ganz normales Fluorocarbon. Und dann habe ich hier meinen Wacky-Haken, ne, von der Firma Gamakatsu. Habt ihr in der Größe 3, habt ihr auch schon oft genug gesehen. Und das funktioniert auch. Was ich jetzt nur das erste Mal gemacht habe, hier mit diesem Köder. Diesen Köder habe ich jetzt das erste Mal auch am Wacky gefischt. Und ich ist eine gute Gummimischung, finde ich toll. Aber zum Dropshot-Angeln, wenn sie so zickig beißen, ist der Köder vielleicht etwas zu hart, dass sie den dann halt auch nicht vernünftig rumkriegen. Ja, und ein ganz, ganz leichtes Blei, so leicht wie möglich, das geht heute, 8 Gramm. Und somit habt ihr dann halt noch die Chance, wenn der Köder dann halt, wenn er den angelupft hat oder an einer erhobenen Rute über einen Stein hebt, wenn der runterfällt, dass er nicht zu schnell runterfällt, sondern dass der Köder auch wirklich dann noch langsam runtertrudelt. Könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr so eine Strömung habt wie heute, denn wir haben gar keine Strömung. Wir treiben aktuell gegen die Strömung durch den, ja, durch ein bisschen Wind, gegen die Strömung. Das ist total verrückt und demnach ist es auch ein echt anstrengender Angeltag. Viele Flussangler wissen es, wenn gar keine Strömung auf dem Fluss ist, dann wird es schwierig. Und es ist heute schwierig, ist verrückt. Aber wir sind ja auch jetzt nicht sehr flexibel. Wir haben zwar zwei Methoden die ganze Zeit probiert, aber die Methoden packen nicht so richtig. Aber jetzt steige ich um auf Werfen, weil es da einfach besser war und die Fische einfach besser gehangen haben. Und ja, weiter geht's. Weiter geht's. So, bevor wir jetzt gleich Ende machen, wir versuchen jetzt noch einen Spot hier anzufahren, müsst ihr schon mal darauf achten. Ich habe euch schon mal so ein paar Sachen gesagt, die ihr beim Dropshot zum Beispiel nutzen solltet. Angelt da nicht zu dünnes Fluorocarbon, dieses 40er Fluorocarbon, damit komme ich sehr gut klar, ist immer noch gut zu handeln, also kann man immer noch gut knoten. Und ja, das ist dann auch schon mal ein guter Puffer, falls da mal der Hecht kommt, aber wie ihr wisst,
die meisten Räuber, die können diesen Köder ja gar nicht einsaugen, weil sie ja gegen diese Schnure schwimmen beim Dropshot-Angeln. Und da habt ihr mit einem 40er habt ihr genug Puffer, falls doch mal der Hecht so ein bisschen mit dem Zahn hier vorne rankommt. Ist nicht keine ganz sichere Sache, aber es funktioniert schon mal sehr gut und ist so das Maximalste, was ihr am Dropshot fischen könnt. Also 40er Fluorocarbon. Ja, beim Jiggen gibt es ja nicht viel zu sagen. Vorfachmaterial habe ich gesehen bei dir, war recht lang. Ist auch schön, wenn ihr steile Kanten abangelt, dass ihr ein langes Vorfach da nutzt, dass ihr eure Hauptschnur euch da nicht kastriert. Und den größten Tipp, den wir euch einfach heute mit auf den Weg geben können, so wie wir heute angefangen haben, mit zwei unterschiedlichen Methoden, also zwei Kumpels gehen fischen mit zwei unterschiedlichen Methoden, da habt ihr einen extrem großen Kontrast und könnt da schnell herausfinden, was die Fische haben wollen. Heute war es Jiggen und nicht Dropshot angeln und da bauen wir jetzt noch ein bisschen drauf auf und gucken mal, dass wir noch einen rausholen können. Wa? Machen wir. Machen wir. Hallo erstmal. So Mädels und Jungs, besser wird's heute nicht mehr. Für mich war es ein ganz, ganz bitterer Tag, aber ich denke jetzt so nach einem halben Tag haben wir gesagt, wir werden jetzt andere Methoden, wir fahren jetzt noch nicht nach Hause, wir angeln jetzt noch ein paar andere Methoden, lassen die Kamera aber dabei aus. Und so nach einem halben Tag habe ich jetzt die Schnauze voll, ich will endlich einen Fisch fangen. Ja gut, einen schönen Barsch habe ich ja gefangen und das Jiggen hat auf jeden Fall ganz klar gewonnen, aber große Fische waren es auch nicht. Nee, leider noch ein paar kleine, aber lieber kleine Fische wie gar keine Fische. Hab mich sehr gefreut heute, dass ich dem Jan mal zeigen konnte, dass die Jig-Methode heute besser geklappt hat wie die Dropshot-Methode. Aber ich denke, wir gucken jetzt nur noch, dass wir noch ein, zwei Bilder kriegen, noch ein paar schöne Fische fangen mit einer anderen Methode. Genau. Und dann schauen wir einfach. Ja, und dann werden wir das vielleicht nochmal angehen, würde ich dir vorschlagen, dass wir nochmal vom Ufer aus diese ganze Sache mal probieren. Hätte ich auch mal Bock zu. Gehen wir mal auf deinen Spots. Ja. Verbrennen die da. Ja. Schon mal Dank. Ich hab zu danken. War ein schöner Tag bis jetzt. Ja. So, und bleibt nur eins zu sagen. Bis dann, euer Jan.